Name sich gemeldet, ich weiß nicht mehr. Oder, okay, ich glaube, dann lassen wir den Roland mal antworten, weil sonst verlierst du den Überblick. Okay, ach ja, du hast dein eigenes Mikrofon. Ja, es ist richtig, das sind keine Schiedsgerichte. Insofern ist es auch richtig, dass man vielleicht da in Zukunft anders das auch bezeichnen sollte. Aber ich denke, ich habe ja versucht deutlich zu machen, um was es da wirklich geht. Worauf ich meine Einschätzung letztendlich beziehe, dass ich glaube, dass dieses Abkommen scheitern wird. Ich habe den Eindruck, und das sehe ich daraus, weil ich jetzt in den letzten Wochen schon mal auf mehreren Veranstaltungen war, dass es uns gelingen wird, immer mehr eine breite Debatte hinzukriegen. Alle Veranstaltungen, wo ich bis jetzt war, waren sehr gut besucht. Es waren überall Leute aus ganz verschiedenen Spektren anwesend. Ich glaube, wir haben da ein ganz gutes System irgendwo, dass es da ganz gute Netzwerkstrukturen gibt, dass wir, auch wenn die Presse zunächst mal nicht so mitspielt, wir da durchaus letztendlich halt eben eine breite Kampagne organisieren können. Und insofern denke ich auch, dass der Widerstand sich so entwickeln wird. Das heißt, natürlich, dafür müssen wir einiges tun. Man kann jetzt nicht sagen, wir können uns zurücklehnen. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland da auf einem guten Weg. Wir sind in Frankreich auf einem guten Weg und wir sind in Österreich auf einem guten Weg. Wir haben in den osteuropäischen Ländern, aber auch in den südeuropäischen Ländern noch das Problem, dass es noch nicht so angekommen ist. Das ist auch in Attac-Strukturen so. Das hängt aber auch ein Stück weit damit zusammen, dass natürlich in Südeuropa die andere Probleme haben. Das, was sich da über so ein Freihandelsabkommen hier verfestigen würde, das ist bei Ihnen schon in vielen Punkten ganz einfach auch eine Realität, was da stattfindet. Insofern glaube ich, dass es wirklich auf ein paar Länder ankommt, dort wirklich Widerstand zu organisieren. Und ich glaube, Deutschland und Frankreich und Österreich werden da eine entscheidende Rolle spielen können. Und da kommt es darauf an, das zu stärken. Und da bin ich auch an dem Punkt, weißt du, was diese europäische Bürgerinitiative betrifft. Wir diskutieren das in dem bundesweiten Bündnis, wo ein paar Organisationen hier abgebildet sind. Es sind mittlerweile über 40 Organisationen, die in diesem Bündnis sind. Wir werden da beim nächsten Treffen intensiver über genau diese Frage diskutieren. Es gibt da einige Gespräche mit Organisationen, die das in der Vergangenheit schon versucht haben zu nutzen. Es ist bei der Wassergeschichte gelungen. Man muss aber auch sehen, die Wassergeschichte war wirklich europaweit gut vernetzt. Und es sind sieben oder, weil wir jetzt noch ein zusätzliches Mitglied in der EU haben, wahrscheinlich 8 Länder, die ein bestimmtes Quorum erhalten müssen. Das heißt, wir müssen es hinkriegen, dass wir auch mindestens 8 Länder haben, wo wir eine realistische Hoffnung auf Erfolg haben. Sonst wäre ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, wäre ich nicht wirklich dafür, so eine Geschichte zu starten. Das heißt, wir sind in einem Prozess, wo auf der einen Seite prüfen, wie das sowas möglich ist, und auf der anderen Seite dafür sorgen müssen, dass wir Strukturen schaffen in Europa, die sowas überhaupt möglich machen. Ja, wenn ich dazu was sagen? Ja. Ich wollte mal was klarstellen, diese europäischen Bürgerinitiative. Es reichen 7 Bürger oder 8 Bürger aus 8 verschiedenen EU-Staaten, die hier diesen Entwurf für diese Initiative, der natürlich juristisch bearbeitet sein muss, der Kommission vorlegen. Und dann sind insgesamt in den 8 Staaten 1 Million Stimmen nötig. Wobei für Deutschland 74.000 Stimmen schon genügen. Und das ist natürlich dann so, dass in den kleineren Ländern das dann ein paar Tausend nur sind. Und alles andere ist eben zusätzlich, und gemeinsam müssen diese 8 Staaten 1 Million schaffen und haben bei der Wasserinitiative 1,65 geschafft. Und ich finde, genau diese Organisationen, die bei der Wasserinitiative aktiv waren, die müssten ja doch jetzt sofort wieder im Boot sein. Also nochmal dazu. Da muss ich leider widersprechen, weil wir haben ja diese Initiative mitgemacht. Und zwar, es ist ein Quorum für jedes Land.
Nein, für Deutschland ist es 74.000, aber für ein anderes Land ist es ein anderes Quorum. Ja, klar. Denn in England ist es... Das hat sie ja gesagt. Okay. Ich habe da genau dem Punkt auch noch eine Ergänzung. Eine Ergänzung. Na schön. Vielleicht, okay. Aber dann machen wir wieder weiter. Ja, es geht genau darum, Stimmen in den verschiedenen Ländern. Und ich konnte beim Wasser nicht unterschreiben, ich habe das überhaupt nicht gewusst, weil ich kein Internet habe. Und ich spreche jetzt für all die große Bevölkerungszahl, die kein Internet hat. Und ich schlage vor, dass man auch Listen macht, wo man manuell unterschreiben kann. Es gibt einerseits natürlich auch solche Listen, es wird auch, auf der einen Seite wird es zusätzliche Online-Listen geben und wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es hier in München irgendwo Listen da sind, es gibt solche Geschichten schon, es gibt sie noch nicht in dieser Form, wie ich eigentlich denke, dass es sinnvoll wäre, dass man das vom breiten Bündnis aus gemeinsam organisiert, da sind wir momentan noch nicht so weit, aber das ist ein Punkt, den man... Wie? Kampak ist seit 10 Tagen im Netz. Sie machen das online. Das war ja die Frage, ob es das auch nicht online gibt. Ja, da ist die Kontrolle der Original, dass es keine Doppelstimmen geben kann, nicht möglich in dieser Papierform. Oder so aufwendig, dass es kaum... Okay. Ich glaube, die Online-Geschichte macht auf alle Fälle Sinn, aber das heißt ja nicht, dass man deswegen keine anderen Unterschriftslisten machen sollte. Ich denke, früher haben wir das auch organisiert so und ich glaube, es gibt Leute, die wir damit erreichen, die wir ansonsten nicht erreichen würden. Aber nochmal jetzt auf diese Europäische Bürgerinitiative. Ich will jetzt nicht da dagegen sprechen, das war nicht mein Punkt. Ich wollte nur deutlich machen, das ist doch ein relativ, also es gibt ein ganz klares, eindeutiges Verfahren. Es gibt ein Quorum, wo mindestens 7 oder 8 Länder erfüllt werden muss. Das heißt, wenn wir sowas auf den Weg bringen wollen und das mit der Perspektive machen wollen, dass wir auch letztendlich das Ziel erreichen wollen, dann müssen wir noch gewaltig halt eben arbeiten in den Strukturen. Und das würde heißen, bei allen Gruppen, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, die da wirklich intensiv dran beteiligt waren, haben gesagt, das ist ein ganz gewaltiger Aufwand, da braucht man Hauptamtliche, das Ganze kostet wirklich eine ganze Stange Geld und all diese Dinge muss man dabei berücksichtigen. Wie gesagt, wir haben jetzt im Bündnis das nächste Treffen, also wir hatten gerade diese Woche eine Telefonkonferenz dazu, das nächste Treffen findet im Februar statt und nach diesem Treffen wollen wir intensiv über diese Frage diskutieren. Dort gibt es noch Leute, die sich noch mal genauer darüber schlau machen, wie das in anderen Bereichen, nicht nur in der Wassergeschichte, sondern auch in anderen solchen Dingen war. Es gab ja auch einige, die gescheitert sind, um dann eine vernünftige Diskussionsgrundlage zu haben. Wenn man sowas angeht, dann muss man das, denke ich mir, dann richtig machen. Es macht wenig Sinn zu sagen, wir setzen das mal auf den Weg, damit kriegen wir eine bestimmte Publizität, sondern wenn, dann muss es meiner Meinung nach an den Fuß haben. Ich habe noch ein paar andere Fragen, ja, da wollte ich jetzt dazu kommen. Ja. Das Moratorium, ja. Es ist ja bezeichnend, dass dieses Moratorium 3 Monate gehen soll. Das heißt, es ist genau dieser Zeitraum, wo der Europawahl stattfindet. Ich habe schon gesagt, es wäre natürlich eine Diskussionsgrundlage, wenn Karl de Gucht wirklich die Karten auf den Tisch legen würde und sagen würde, Anfang März, er hat zugesagt, es gäbe ein Papier Anfang März, was auch als Diskussionsgrundlage ist, wenn da wirklich Fakten drin wären. Ich gehe nur davon aus, Sie sehen das nicht. Und ich gehe davon aus, dass das Ganze... eine Reaktion ist auf das, was wir mittlerweile erreicht haben. Nämlich, dass das Thema immer mehr in die Diskussion kommt und dass Sie den Eindruck haben, es könnte so passieren wie bei ACTA. Oder es könnte so passieren wie bei dem Thema Wasserprivatisierung.
Ich glaube, das sitzt Ihnen im Nacken und Sie wollen ganz einfach, genauso wie Sie gesagt haben, in dem audiovisuellen Bereich, war ja auch die Frage, das haben Sie momentan rausgenommen, weil sich in Frankreich da ein konkreter Widerstand organisiert hat. Sie wollen aber nicht prinzipiell davon abgeben. Ich glaube, da ist im Prinzip der Punkt zu suchen, dass Sie versuchen, mit dieser Kampagne ganz einfach so die Kritikpunkte zu zerstreuen. Und wir sollten diesen Ball aufnehmen und sollten in den nächsten Monaten, gerade im Europawahlkampf, halt eben darauf eine vernünftige Antwort finden. Was jetzt diesen audiovisuellen Bereich betrifft, es ist so, dass das halt eben der ganze Kulturbereich gibt. Und es ist nicht zufällig so, dass gerade Frankreich da immer sehr schnell hellhörig wird, weil wir haben in Frankreich eine sehr intensive regionale Kulturförderung. Das heißt, wo ganz bewusst französische Kultur befördert wird und halt eben nicht Kultur von Hollywood oder sonst woher. Genau aus diesem Grund hat es in Frankreich damals bei MRI und jetzt auch Widerstand gegeben. Und sie haben gesagt, wir wollen das nicht, weil wenn praktisch die Ausschreibung dann nur noch allgemein laufen können und nicht auf regionale Strukturen halt eben festgesetzt werden können, dann steht praktisch diese Kulturförderung halt eben zur Diskussion und kann eigentlich so nicht mehr praktiziert werden. Es ist auch so, dass in Deutschland in diesem Kulturbereich einige hellhörig geworden sind. Ich war selber mal auf einer Veranstaltung in Stuttgart. Dort hat praktisch die baden-württembergische Kulturförderung eine Veranstaltung gemacht, genau zu diesem Thema. War auch gut besucht und die setzen sich schon auch in Deutschland mit diesem Thema auseinander. Das mit den Zöllen, die Frage ist, natürlich, wenn Zölle runtergesetzt werden, dann bedeutet das Einnahmenverlust zunächst mal. Das, was ja da dann dagegen laufen müsste, wäre ja die Frage, führen diese niedrigeren Zölle zu einem höheren Handelsvolumen, dass das wieder über andere Steuergelder ausgeglichen werden würde. Ich frage mich, was nützt denn das? Also zum Beispiel in diesen Studien wird ja auch berechnet, zum Beispiel auch in den Studien der Bertelsmann Stiftung, dass wir dann sowohl von der USA nach Europa zigtausende von zusätzlichen Autos produzieren, aber in der anderen Richtung auch. Das führt natürlich zu mehr Welthandel, aber es führt nicht dazu, dass das wirklich, sage ich mal, ein sinnvoller Prozess ist, sondern es führt dazu, dass halt eben über lange Strecken Produkte hin und her gefahren werden. Ich bezweifle, dass ganz einfach diese Prognosen, die in diesem Gutachten stehen, wirklich auf fundierten Fakten beruhen, sondern ich gehe davon aus, das wäre nochmal eine Frage, wo man nochmal auch noch genauer diskutieren könnte, dass diese Versprechen, die dahinter stellen, was es da an Wachstum geben könnte, dass ich das ganz massiv bezweifle. Habe ich noch irgendwas vergessen jetzt? Ich glaube nicht. Dann machen wir einfach weiter noch. Die Renate Berger hatte sich gemeldet und ich wollte selber was sagen nachher. Ich wollte nur eine kleine Anmerkung machen. Gestern war in der satirischen Wochenshow, diese ZDF oder Heute-Show, am Ende der Sendung eine sehr pointierte, sehr lustige, sehr witzige, empörte Zusammenfassung des Freihandelsabkommens. Also wenn ihr das nochmal nachschauen wollt in der Mediathek, das lohnt sich. Unter anderem geht es dann um das Kentucky-Scheiß-Schicken und die Chlorreichen 7. Also das war sehr pointiert, auch das Demokratiedefizit. Also das ist wirklich sehenswert gewesen.